Hallöchen von mir ist hier, die Geräte zu Hause. Wir spielen weiter Pokémon Smaragd. Beim letzten Mal sind wir in Mythos City angekommen. Mit Moritz und Martin. Ich habe allerdings einen Trainer vergessen. Gehabt auf Route 200 oder 100? 104. So, den hier. Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht? Nö, woher denn auch? Muss man dich kennen? Eine Herausforderung von Angelo Carpadua. Oh, wie ich mich erstmal... Ich habe vorhin erstmal ein bisschen was über Carpadua mal gelesen gehabt. Da hast du echt mal gelacht. Das glaubt ihr gar nicht. Also, Carpadua wird in... von Nintendo oder beziehungsweise von Game Freak ziemlich gedisst. Muss ich dazu sagen, es ist ziemlich böse, was sie mit diesem Pokémon angestellt haben. Genauso wie Barschwa. Also, ich finde das nicht sehr freundlich. Jetzt erzählt mir nicht, dass er drei Carpadocs hat auf unterschiedlichen Leveln. Doch, hat er. Das ist doch Gage. Ja, komm, hör auf. Oh, jetzt mach ich doch einfach platt jetzt. Egal wie stark der Gegner ist, Carpador setzt immer Platsche ein. Merkt ihr, er setzt ja wirklich Platsche ein. Platsche, Carpador. Carpador. Ja, jetzt bist du tot. Und jetzt kommt das dritte. Ja, es nervt langsam. Aber es hat eine höhere Initiative als unser Moritz. Warte, Moritz, du bist ganz schön langsam. Mach mal was dagegen. Moritz volle. Ja, das ist so typisch unser Moritz. Das kommt jetzt. Critical. Critical. Ach, das ist doch kacke. Würde Moritz sich die ganze Zeit pennen, wäre es schon längst besiegt. So. Da haben wir es. Da ist es Experience Points. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht. Aber, ach Mist. Oh. So. Dann gehen wir mal weiter. Also, wenn die Trainer auch besiegt, gehen wir noch zurück ins Pokémon Center. In die Arena gehe ich jetzt allerdings noch nicht. Ich habe jetzt aber auch noch keinen Bock, mit den ganzen Leuten hier zu reden. Das werden wir mal ein bisschen später machen. Ich werde auch versuchen, die Arena in diesem Part eigentlich schon versuchen zu schaffen. Das sollte also in dem Moment schon mal kein Problem sein, aber was in Overlevel müssen wir sein. Also wir müssen auch Moritz noch ein bisschen trainieren. Wie gesagt, da ist die Arena. Gehen wir mal bis nach hier. Dann müssen wir doch erst... Ne, wir gehen jetzt mal auf 116. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Deine Pokémon können nicht die Kings sein, weil du sowieso verlierst. Deine... Ich ahne gerade ganz Schlimmes, weil da ist ein Macholo und Kampf ist sehr effektiv gegenüber normalen Pokémon. Das finde ich jetzt gerade nicht sehr witzig. Komm, du kannst keinen Karateschlag. Komm, du kannst keinen Karateschlag. Genau, du kannst keinen Karateschlag. Sag ich doch. Mach mir jetzt. Ja, Energiefokus. Mach was du willst. Oh, kill mich bloß nicht. Warte mal, ich glaube, das. Könnte ich sogar. Ausnutzen? Könnten wir das ausnutzen? Ich weiß nicht. Genau, schlaf schön weiter. Blitz Macholo. Silberblick. Oh, bis jetzt haben wir echt noch Glück. Aber dafür ist es noch ein Level höher als wir. Das war so klar. Ja, das war so klar. So ein Mist. Ja. Scheiße. Pfunde dann weg damit.
Aua, ein Kratz. Ja, ein Kratzer, weil ich mal einmal Kratzer eingesetzt habe. Es ist jetzt gerade ziemlich mies gelaufen. Ja, gegen Kampf-Pokémon ziehe ich sowieso den kürzeren. Dann können nur Psycho- und Flugattacken was helfen, aber... Ich hätte sowieso eine ganz andere Taktik einsetzen sollen, und zwar mit Zugabe. Das ist dieses Problem, wenn man einen Bummels trainiert. Es greift zu selten an. Jeden zweiten Zug greift es an und dann schläft es. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich glaube, wir müssen... Gehen wir mal hier hin. Jetzt hier ist hier nämlich die Devon Corporation. Alles, was man im Leben braucht, stellen sie her. So, gehen wir mal. Ach, da komme ich noch gar nicht lang. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Und du scheinst aber keinen Zutritt zu kriegen. Sonst würdest du nicht davor stehen. Wir gehen nochmal hoch da und trainieren nochmal gegen ein paar Pokémon-Trainer. Und da ging halt auch wilde Pokémon. Das ist halt in dem Moment auch nicht schlecht. Genau, ging zum Beispiel gegen diese Schwalbini. Und warum kommt jetzt gerade einer... Was kriegt jetzt? Jetzt muss eine Avira-Meldung kommen. Das ist doch jetzt nicht nett. Am besten gleich One-Hitten. Das passiert so selten am Anfang des Spiels. Ja, Faulenz wieder, genau. 5 Schaden. Kann man das eigentlich? Nee, kann man nicht. Heuler, und dann dürfte es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich sehe gerade, meine Maus ist noch im... Ah, was dachte ich? Dann dürfte es eigentlich gewesen sein. So, 50 Erfahrungspunkte. Erreicht Level 9. Und wir haben einen Schutz gefunden. Schutz ist gar nicht mal so schlecht, aber ich brauche... Aber ich werde es wohl wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich wahrscheinlich immer die EVs noch dazu haben will. Zu EVs erkläre ich auch später mal ein bisschen was. Aber noch nicht jetzt. So. Los, Moritz! Komm, Bonnet! Ah, das war... Ey, das war aber auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, ich habe so ein ganz gutes Gefühl. Fahnenschuss. Ja, komm auf mit Giftstachel. Hör mich auf. Ach ja. Es kann gerade so ein bisschen dauern, ne, wenn man ein Pokémon trainiert. Aber ich sag schon mal so, wenn man die nächste, wenn das Pokémon entwickelt ist, haben wir jetzt nicht mehr so das Problem. Also dann geht's relativ flink. Schon mehr oder weniger versprochen. Ja, Moritz Faulenz mal wieder wie immer. Er kann nichts anderes. Das kann auch unser, das kann auch der, den ich kenne. Das kann ja auch nicht anders. Konnte noch nie was anderes. Warum auch? Jetzt ist Moritz. Na, jetzt setzt er Blutsauger ein. Finde ich aber nicht nett. Ja, genau. Kratzer. Beutel. Wieso schon mal mein... Wie kannst du das? Guck mal, wo der Trank war. Ja, gleich zweimal Kratzer hintereinander, genau. Wir haben's ja, ne? Und dann noch Blutsauger hinterher. Weißt du, wieso muss einmal... 1,5 wird sowieso abgerundet, oder nicht? Ach, kein Plan jetzt. Ja! Was will das für alles noch machen? Komm, genau, und jetzt machst du nochmal Härtner. Und dann ist doch schön und gut. Sag ich doch, du machst jetzt nochmal Härtner. Hopp, immer so noch keiner. Kratzer. Genau. Ich weiß auch gerade nicht, wann sich Moritz jetzt weiterentwickelt. Ich glaube, du bist eine Kampftrainerin. Ich lerne in der Schule. Ja, es ist schön, dass du in der Schule lernst. Und die hatten Knilz. Ich glaube, gegen Knilz habe ich auch keine Chance. Wenn ich jetzt nicht Feuer Gina einsetze.
Sag ich doch. Vorher werde ich da keine Chance haben. Na, das war klar. Manchmal denke ich mir, manchmal denke ich mir echt gar nichts mehr bei dem Spiel. Ja, das war klar! Sporen wird das eingesetzt. Paralyse, ist das nicht schon wieder nett? Nein! Ja, jetzt ist Knilz wieder aufgewacht. Checken! Genau! Ich das liebe. Ne, Pokémon raus. Alter! Ich habe nichts mit. Pfund. Ja, was ist das denn, ey? Wenn ich solche Fähigkeiten habe, dann kriege ich sie nicht. Ruckzuckieb. Es kommt Ruckzuckieb. So ein dämliches Spiel manchmal. Dann glaube ich, mich gleich mal zum Pokémon Center rennen, ey. Ist doch kacke. Ja, man kann es wie gesagt nicht richtig trainieren. Schau, jetzt muss jetzt können wir vollzeitig abholen. Bei Paralyse halbiert ja noch die Geschwindigkeit. Das finde ich natürlich jetzt nicht sehr nett. Ich glaube, ich werde ziemlich oft ins Pokémon Center rennen müssen. So. Am besten, wir gehen schon mal in die Pokémon-Arena rein. Weil da können wir nämlich auch noch mal ein bisschen trainieren. So, und hier sind wir schon in der ersten Pokémon-Arena von diesem Spiel. Da schützt sich die Trainer einer Arena nicht. Ich zeige dir, warum. Wir sind die Besten. Ja. Diese Arena wird ausschließlich von Felicia trainiert, die Gesteins-Pokémon benutzt. Wie man hier schon sieht. Gestein. Aber dafür haben wir einen Ableger, der sowieso jetzt alles besser kann. Und zwar unser Gekabo, unser Martin. Yay, Martin macht so alle fertig. So, Absorber. Ja, Stärke. Ist ja wohl klar. Was durfte es eigentlich jetzt gewesen sein? Genau. So einfach geht das. Seht ihr, Moritz hat schon Level 10. Am besten jetzt die Kampfattacke. Weil Kampfattacken sind nämlich sehr effektiv gegenüber Stein-Pokémon. Das ist schon mich auch ganz positiv. So. Da soll man allerdings nicht rennen, aber wir müssen mal gegen Demi-Typen, wa? Na, komm. Ha, wie geht's? Zu, mein Freund. Würdest du gerne Champ werden? Ich bin kein Trainer. Ich nicht, aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Draht geben. Also, abgemacht. Wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft streben. Als Trainer musst du dir nach der Arena sammeln, habe ich recht. Aber die Arena, das ist nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier bekomme ich ins Spiel. Ich würde dir einen Expertentipp geben. Felicia, die Arena-Leiterin, setzt Gestein-Pokémon ein. Ein Gestein-Pokémon ist sehr zäh, hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder vorbei. Und wenn du die Arena-Leiterin besiegt hast, dann zeig mir, was du drauf hast. Achso, ein Gesteinstein hat auch gleichzeitig eine Vierfach-Schwäche gegenüber Pflanzen und Boden. Nee, Pflanzen und Wasser, weil sie Gestein und Boden sind. Ja, Gestein und Boden. Und jetzt kriege ich zwei Kleinstands auf die Fresse, vor die Nase gesetzt. Mit denen sich Moritz und Martin jetzt selber auseinandersetzen dürfen. Aber bei dem einen setze ich Magina ein, bei dem anderen setze ich Absorber ein. Weil es hat vierfach Schwäche und dadurch durfte der eine One-Hit jetzt schon da sein. Kann ich aber Energie abgesaugt, genau. Martin war schon Level 15. Ein Level noch, dann haben wir die erste Entwicklung in diesem Spiel. Auf mich anzugreifen. Der Gekabo-Ton.
Ja, Gekaba macht da alle fertig. Macht's alle fertig. Moritz vorletzt. Ja, Lebensula! Verringert die Elektrizität, steuert die Elektrizität. So, schnell mal Absorber. Das durfte es jetzt eigentlich auch gewesen sein, weil kommt jetzt nichts mehr. Kleinstein. Jetzt kommt noch ein Kleinstein. Von Wanderer Hermann. Ja, wir haben ein Moritz, das die Gene einsetzt. Absorber. Ich dachte, die haben eigentlich einen Sander trainiert, aber anscheinend nicht. Schade eigentlich. Sander finde ich cool irgendwie. So. Wow, du hast wirklich Talent. Mann. Unser Herausforderer ist aber ein lebhaftes Wesen. Oh, ist ja putzig. Ich bin eine Frau, du Idiot. Aber egal. Gehen wir gleich mal weiter zur Arena der Tränen. Felicia. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metro City. Ich wurde Arena-Leiterin, um mein Wissen, dass ich in der Pokémon-Trainerschule davor habe, um umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst? Und mit welchen Pokémon? Mit anderen Pokémon, die du hast. So. Da haben wir sie. Herausforderung Leiter Felicia. Und sie setzt Kleinstein auf Level 12 ein. So, da wechsle ich natürlich das Pokémon, ist ja klar. Und Moritz hat auch gleich wieder ein neues Level ab. Los, Martin! Felsgrab. Oh, ich glaube, das sinkt die Initiative, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber das ist ja in dem Moment egal, weil. Mit Martin ist das eigentlich schon relativ gegessen. Ich meine, sie hat zwei. Ich glaube, zwei Kleinsteine in ihrem Team. Am Ozer schon Level 11. Genau. Kommt der jetzt Kleinstein, sag ich doch. Kleinstein. Egal. Genau. Immer hier angreifen. Du blödes Mistvieh. Versuch für Erfolgung. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Unlichtattacke. Aber ich glaube, die Attacke war physisch, ne? Ja, ich bin sich irre, war sie physisch. Aber wir lassen sie mal Lärm für Silberblick. Sollen wir mal irgendwas gegen Psycho-Pokémon, falls wir noch unterwegs auf Psycho-Pokémon treffen, aber ich glaube, das war nicht so viel, ne? Klar, wir haben auf jeden Fall ein Gigabor. Nasknet. So, Nasknet ist jetzt das Pokémon von ihr, was eigentlich mal so am stärksten ist. Aber das ist egal, weil wir haben immer noch Absorber. Es ist in dem Fall nur Gestein, was ich halt nicht gut finde. Und es hat keine Vierfachschwäche in dem Moment. Wow. Okay, das ist nicht gut. Rückentzug. Kann, glaube ich, nicht mehr aus dem Kampf flüchten. Ja, den kann ich fliehen, genau. Aber das ist ja egal. Martin wird das Ding jetzt sowieso schaukeln. 10 hat's abgezogen. Ich glaube, der Kampf könnte noch ein bisschen in die Länge gehen. Tackeln. Tackeln ist jetzt in dem Moment egal. Genau. Und immer heilen. Ja, ist klar, jetzt setzt sie einen Trank ein. Seht ihr, was meine ich denn in dem Moment? Hat gar nicht gehabt, nicht ab. Was kann ich überhaupt? Manchmal. Sowas konnte ich noch nie ab. Besonders wenn. Was wir vorher schon gesehen hatten. Im letzten Part wurde ein AI so Top-Genesung eingesetzt hat. Naja, ist kein Wunder, wer Cola hat, der kann das auch kaufen, ne? Nur am Anfang des Spiels. Ist schon teuer. Was für einen Ticksack zu verbrauchen. Jetzt hat die einen zweiten Trank. Findet ihr es nicht auch gerade sehr nett? Ich meine, wir haben uns den Absorber. Und. Der dürfte auch, glaube ich, nicht mehr viel haben, ne? 7. Ah, das dürfte bis dahin schon reichen. Absorber. Der Kampf ist ziemlich eintönig.
Ich hatte noch nie so ein eintönige, ich habe so selten eintönige Kämpfe, weil die meisten dann immer so schnell kaputt, weil die meisten so schnell durchfahren. Aber ich finde den Kampf irgendwie voll gemütlich, weil ich sitze bloß hier, guck mir meine eine Richtung an und guck voll auf, und guck fast gar nicht auf den Bildschirm. Ich guck gerade noch meine Kamera an. Ich weiß zwar nicht, was das gerade mit Pokémon-Spiel zu tun hat, aber ich guck sie an. Egal, so, damit haben wir sie eigentlich besiegt. Ich kann ganz schön lange dauern, wenn ihr mich fragt. Genau. Na, Spieler besiegt leider Felicia. So, ich habe verloren. Scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Engel der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer die einen Arena-Leiter besiegt haben. Diesen erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Lehrer Steinhorn an. Na, mir gibt 1500 Pokédollar. Hey, schaut mal, Martin entwickelt sich. Oh mein Gott, das wird größer, es wird größer und vielleicht auch grüner und das hat, was hat einen Schwanz, es hat auch Blätter an den Armen, was ist das? Glückwunsch, Martin wurde zu einem Reptil. Ja, es hat sich weiterentwickelt zu einem Reptil. Martin versucht Zornklinge zu erlernen, aber Martin kann nicht mehr als vier Attacken erlernen. Soll er eine Attacke zugunsten wird? Nein. Zornklinge ist in dem Fall jetzt nicht so praktisch, weil sie muss immer wieder angreifen und immer wieder treffen, dass sie da wirklich einen Rhythmus hat. Sie kann zu dann halt auch links werden zu One-Hit-Attacken, aber sie sind nicht so praktisch. So, wir haben jetzt den Steinhorn erhalten. Der Steinhorn erhöht die Kraft der Pokémon. Der Attacken einer Pokémon. Also sind sie nur in der Lage, die Feuerwehr schnell auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch geben. TM39, das ist Felskram. Diese TM39 enthält Felsgrab. Sie richtet sich nur durch das Fall wird Steinschaden an Sonne und realisiert auch die Initiative. Wenn du dem aktiviert wirst, wird die Jagdtage einem Pokémon beigebracht. Aber vergiss nicht, dass eine TM nur einmal beigebracht werden kann. Ihr Einsatz will also gut überlegt sein. Ja, das stimmt. Ab der 5. Generation wurde es komplett geändert, dass man dann halt eine TM so oft benutzen kann, wie man nur kann. Das heißt, die Attackenmoves sind in dem Moment dann auch kein Problem mehr. Hui, was für ein lauter beraubter Sieg. Meine Zurufe müssen gewirkt haben. Großartig. Schau mal, ob deine Trainer passt. Der Steinorden, den du gerade bekommen hast, müsste dort schon vermerkt sein. Nun hast du den ersten Schritt zur Meisterschaft schon erfolgreich hinter dir. Ein großartiges Gefühl. Da gucken wir mal drauf. Da ist er. Hui. Aber passt genau. Geh weg, aus dem Weg. Was war das? Ja. Warte doch bitte! Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen! Okay, da laufen wir gleich mit hinterher. Aber erstmal gehen wir ins Pokémon-Zetter. Und ja, Moritz bleibt natürlich auf Rang 1 in dem Moment. Jetzt muss ja halt auch noch ein bisschen trainiert werden. So viel 15 ungefähr. Dass wir halt auch noch ein bisschen mit ihm auch noch ein bisschen was machen können. So, gehen wir mal mit hoch. Was ist hier los? Da. Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der im Blinkdorfer geholfen hat. Hilf mir, die Marco hat mich ausgeraubt. Ich muss die Dämmerware zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja, das stimmt. Dann hast du ein wirklich riesiges Problem. Aber es interessiert mich nicht. Los, Moritz! Ja, das wollen wir dann schnell auch mal machen. Dem Typen mal kurz helfen. Ja, Team Aqua halt mal wieder. Team Aqua baut mehr Schaden als Team Rocket. Kommt aber besser damit durch. Wo es keine Team Rocket-Folge gibt, wo sie mal gewonnen haben. Die haben ja immer verloren gegen. Im Anime auf jeden Fall haben sie immer verloren. Ich weiß nicht, wie es im Manga aussieht. Es gibt auch einen Manga! Wozu es den Manga gab, weiß ich nicht. Aber da gab es ja auch eine ganz andere Version. Die hatten ja damals Green, wir hatten ja Blau. Warum wir Blau hatten und die Green, ist mir auch so eine Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Es war Quatsch. So, die haben wir schon besiegt. Genau. Ich will am besten gleich gegen beide Trainer kämpfen, wa? Vivien! So, Vivien!
Komm, es klingt oder so. Fifi. Oh! Das war nice. Moritz faulenzt. Na, Tackle. Moritz Kratzer. Moritz hat 55 Erfahrungspunkte. Genau, wir wollen ein bisschen gegen Beile gleich kämpfen. Wie ist jetzt eine Sackgasse? Ich schlage mich zu Tode los. Ja, kämpfen. Ja, aber ich gewinne sowieso gegen dich. Also wird es ja wohl in dem Moment nicht so schlimm sein. Okay. Er wird ein bisschen schwieriger sein. Der Bengel, weil der hat gleich zwei Pokémon. Aber das wird uns eigentlich. Das sollte uns eigentlich auch nicht so wirklich irgendwie reizen. Ja, ist klar. Leck mich. Scheiß Sporenwirt. Das kann nicht wahr sein, dass der Sporenwirt zweimal gleich trifft. Pfund. Klar drauf da. Gibt auch nicht viele Erfahrungspunkte, ne? Ich glaube, der hat noch. Ne, diesmal hat er doch Turzel. Hallo, Turzel. Ja, jetzt ist es paralysiert. Alles klar. Dazu sage ich nichts mehr. Jesus, Leute, sowas meine ich. Wieso faulenzt das jetzt? Das raff ich jetzt gerade nicht. Naja, ist auch egal. Raff ich das aber nicht. Ja, was interessiert mich denn gerade jetzt? Manchmal finde ich solche Spiele auch echt unlogisch. Warte. Habe ich vielleicht irgendwas? Ah, ich habe Arena-Bären. Ach, die sind gut, die sind gut, die sind gut. Okay. Müssen wir nämlich Moritz geben, weil die heilen nämlich Paralyse. Haha, ich heile Paralyse. Wir werden dich hart reinnehmen. Das klang sehr stark. Das klang jetzt zu zweideutig. Dazu sage ich jetzt nichts. Das erste ist ein Kleinstein. Mhm. Da werde ich austauschen. Das ist wie klar. Das ist so klar wie Kloßbrühe, ne? Tackle geht daneben. Ey, das ist cool, wenn der Tackle gleich daneben geht. Ja, genau. Hat das nicht noch mal? Nee, jetzt hat er noch einen kleinen Stein. Ich finde es gerade auch ziemlich eigenartig, dass ich nicht mal wirklich das Pokémon, dass wir wirklich nicht mal Moritz richtig trainieren können. Finde ich gerade ziemlich kacke. Ei, das war mal kein fairer Wettbewerb. Doch, war's. Hab dich doch fair besiegt. Warum ist schon mal meine Maus da? Was? Du bist raus. Wenn du fragst, warum das denn, dann fliegst du gleich nochmal. Gegen den kommen wir nicht kämpfen. Was ist hier los? Ich werde mal mit Werkzeug zu kommen. Ja, ja. Der Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren. Sie können einen Aufruf veranstalten. Daher arbeiten wir ohne schwere Maschinen an dem Tunnel. Ich befürchte, dieser Idiot wird stummeln die Pokémon auf. Ja, das sollten wir jetzt mal ganz schnell verändern. Haben wir uns noch ein Item? Hat X Spezial gefunden. Das kann man eigentlich verkaufen. Was diese Einkammungen da zu bedeuten haben, das erkläre ich euch später. Oh, was mache ich nur? Pekko, ich war noch mal spazieren, ja, da kommt so ein schlechter Typ, der schon gerade, ja, mein lieblicher Pekko, ich glaube. Oh, Pekko! Ja, das könnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Entschuldigung. Na, mir hat Pokéball gefunden. Na, mir packt Pokéball in die Balltasche. Was? Du willst gegen uns antreten? Na, dann hol dir deine Tachprügel. Na, komm her. Und sagt, sie alle Kill holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertvoll erwiesen. Und dafür habe ich nur einen Fluchtweg in diesem Tunnel nach irgendwo gegraben. Hey, du! Forderst du mich dabei raus? Nee, ich tue nur so. Ich tue gerade nur so.
Der hat nämlich auch bloß ein Pfiffchen. Aber auf Level 11. Ich komme hier mal zuerst mal Gena. So. Es pennt schön ein. Ne, Sandwirbel ist aber auch okay, dann pennst du trotzdem mal ein paar Runden lang. Ja, ist klar. Das war so klar jetzt, ja. Wie ist sowas mal lieber? Dann faulenz ist mir doch. Das ist total ungerecht. Es ist ja unlogisch, dass ein Pokémon schläft und trotzdem nicht angegriffen werden kann, weil der Gegner kann ausweichen. Wie geht das? Logik? Ich weiß, wie Logik funktioniert hier, aber das ist keine Logik mehr. Ja, ich. Genauso wie ich das mal mit. Na, ist klar, ja. Vier Runden warten jetzt, bis er mal trifft. Na, genauso wie ich das mal mit Hypnose so geil finde. Ich setze Hypnose ein. Geht daneben. Das ist nochmal Hypnose ein. Geht nochmal daneben. Ich setze nochmal Hypnose ein. Ich gehe noch daneben. Gegner macht einmal Hypnose. Trifft. Hä? Logik? Hat Hypnose vielleicht doch beim Gegner 100 Genauigkeit? Statt 60. Ach, und so läuft eine vielversprechende Karriere in einer Sackgasse. Hol dir bessere Pokémon. Es ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Hey, gute Bezahlung, 6 Wochen Urlaub. Jeden Monat. Ja, und Palmo, die ich hier 2 Euro kriegen kann. Aber nichts war. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Telefon zu stehlen. Wenn du es noch so drehen wieder haben willst, dann nimm es halt. Telefon waren, ja. Das ist okay. Nami packt Telefon waren, ja. Komm mal her, Opi. Ich bin froh, dass du unversetzt bist, wie du bei mir bist. Heiko verdankt dir mein Leben. Man nennt mich Mr. Bragg. Und du bist. Ah, du bist halt Nami. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, um mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangebraune Blätter liegen auf dem Weg. Dann ist Blindenburgwald. Komm, Beko, wir sollen uns auf den Weg machen. Weg machen. Yeah. Das klingt so ein bisschen eigenartig. Jetzt will ich euch schon mal dieses Pokémon zeigen, was hier sehr lärmempfindlich ist. Und zwar ist es dieses hier. Flurmel. Ja. Flurmel ist ziemlich lärmempfindlich. Das sieht man an seiner Attacke. Ah ja, ist klar. Das liebe ich nämlich auch gerade schon wieder. Flurmel beruhigt sich wieder. Er ist gut. Dass es sich beruhigt. Nur die halbe Stunde haben wir wieder drin. War ich ja sehe, ich habe nämlich gerade noch keinen Timer an. Ich habe nämlich unten rechts meine Uhr am Laufen. Ach ja, nee, halt. Da gehen wir später wahrscheinlich. Da gehen wir mal später hin. Beziehungsweise müssen wir uns erstmal ein Pokémon dafür fangen. Oh, ich sag's noch, wir müssen uns ein Pokémon dafür fangen. Und da ist es. Wir brauchen nur dieses Pokémon. Und Moritz ist gerade der richtige Kandidat dafür. Ja, hört natürlich, was du willst. So, dann wollen wir mal Pokémon. Ach, Pokémon sag ich schon. Brüte. Pokéball, los! Ah, wir setzen einen Pokéball ein. Ja, ist klar! Das ist dieser Let's Play-Effekt mal wieder, echt. Die ich schon mal so liebe. Mal gucken, was passiert, wenn ich A und B drücke. Ja! Drücke ich A und B, passiert sowas! Let's Play-Effekt, sag ich so, wie es ist. Am Fuße von mächtigen Räumen baut er sein Nest mit seinem Schnurrbart ähnlichem Fühl und überprüft es die Umgebung aus der dunklen Erde. Ja, dieses Pokémon werden wir wahrscheinlich bloß als VM-Opfer benutzen. Ich sag jetzt mal nicht Opfer, weil Opfer klingt so bösartig und das Wort gefällt mir wirklich nicht so. Ja, guck mal, ein Flummel. Und ja. Ich würde sagen, wir nennen es mal als
VM Nutzer. Klingt aber auch nicht irgendwie besser, oder? VM Nutzer. Na doch, es klingt schon mal irgendwie schöner als VM Opfer. Ich weiß auch nicht, wie viele VMs es erlernen kann. Ich weiß auf jeden Fall, den Zerschneider kann es. Und Blitz. Das könnte schon mal ganz hilfreich sein. Und so weiter. Oh, und wie sieht's aus? Du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Superball erhalten. Genau. Nami packt Superball in die Balltasche. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Hier ist die zweite Tasche der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Hör ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für die Tat bin. Das Paket, das du zurückgebracht hast, darf ich dich bitte, es zum Werf der Kräfteprozedur zu bringen? Wäre fürchterlich, wenn es in die neuen Lehren fallen würde. Kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Da fällt mir ein. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Er ist ein bisschen durch den Wind, der Junge. Der Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Bitte komm mit mir. Das hätte man auch nicht alleine machen können. Bitte hier lang. Ich bin besser drum. Der Präsident der Devon Corporation. Ich muss mich verbrechen. Nein, mit dem Pokénavigator. Ich habe eben gehört, dass zwei dieser Fische mit dem Magma Aqua sind. Ich glaube, die sind mal in meinem Ärger bereit. Wenn du das heute bauschartig bist, was du mit auf den Weg machst. Ah, dafür bin ich ein bisschen drum mit dran auch. Sehr dankbar. Das ist richtig. Pass auf dich auf. Das mache ich. Wisst ihr, was eigentlich ist? Ich sollte eigentlich morgen, beziehungsweise nachher, wollte ich eigentlich noch weggehen. Ich wollte eigentlich zur Besichtigung meines Arbeitsplatzes. Irgendwie habe ich gerade überhaupt keinen Bock darauf. Was macht der denn? Ich habe mir nämlich Zubehör für den Pokémon entwickelt. Und das funktioniert großartig. Zeig's mir mal deinen Pokémon auf Nami. Den du vorhin zu der Präsidenten bekommen hast. Ja, bitteschön. Ich habe deinen Pokémon mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein. Da kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten nicht rum mit. Ah, probier's. So. Trainerruf. Das wollte ich jetzt auch in diesem Part schon reinmachen. Oh, Nami! Oh, Nami! Wenn du so reist hast, scheint der Pokémon zu verlieren. Also, wir werden das einfach bei dir eintragen lassen. Dann ist nur dieses... Geh doch rein! Oh, du hast ein kleines... Geschäft! Wo ist das, weiß? Ja, das wisst ihr. Und hier die Rüberschauer. Technische Störungen. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Nami. Pass ich schon. Hey, ich hab eine Nachricht auf Skype. Napo Skype. Ich werde diesen Part jetzt hier beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon. Die Smart-Aktivität für den Nintendo Game Boy Advance. Bis dahin. Ciao.